Okay, heißt, wir brauchen jede Menge Stainless Steel Casings. Was brauche ich dafür? Steel Frame? Ich würde mich jetzt sehr weit aus dem Fenster hängen und sagen Stainless Steel Frame, ja. Okay. Ich glaube, das wird sich fast schon lohnen zu automatisieren. Ja, mache ich. Stainless Steel Frame. So. Das Ding will ich haben. Und dann will ich das Ding haben. Heißt, ich brauche 5 Stainless Steel Rods, die wir schon automatisiert haben. 5 davon plus 3 Platten. Und das Ganze im Sampler mit Programm 1. Genau, dafür haben wir das Ding nämlich. So, dann einmal das. Und ich habe hier die 3 Platten vergessen. Yep. So, und wo habe ich die? Da. Stainless. 6 Platten. Plus einer von denen ergibt 3 von denen. Und zwar ein Assembler ohne Programm. Das heißt, da einmal rein, einmal da rein. So. Und machen wir mal bitte, sagen wir mal 300. Soll ja eine Zeit lang reichen. Gut, dann brauche ich das Ding noch. Was fehlt in der Mitte? Casing. UV-K. Ja, machen wir mal 100 Stück, dann haben wir wieder welche auf Vorrat. Nervt mich gerade. Zack, zack. Dann Energy Input, und zwar EV, 2 Stück, Item, Input Bus, nein, Output Bus und Input Hatch 2 Stück und jede Menge Output. Output Hatch. Da. Dann Import Busse ohne Ende. 2 Fluid Export Busse. Was noch? Ja, Kabel logischerweise. Fluid Emitter. Ja. Dann Bundled Cable, ein paar und Gates und nehme ich einfach die schwarzen, fertig. So, davon brauche ich 4 Stück. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles. So. Input Hatch. Und unten hin. So. Output Bus. Ich muss einen Platz mehr freilassen. Shit. Kann man die anheben? Nein, natürlich nicht.
Darum sollte man es auch anheben können. So. Die beiden freilassen, damit ich die Hopper beobachten kann. Stimmt, Hopper brauche ich noch. Hopper. Und gegebenenfalls Upgrades und Acceleration Cards. Gut, Energy Input kommt auf der Seite hin. Nee, warte, ich baue. Ja, gut. Ich habe gerade gedacht, hier müsste ich jetzt den neuen schon hinbauen, aber nein, das sind 4 Stück. 2. Zuck. So. Nein, das war falsch. Da will ich die beiden Hatches hinhaben. So. Gut, dann Fluid Import. Nach unten mit Kabeln weg. Und dann kann ich den hier einmal umsetzen. Was auch überhaupt nicht nervig sein wird. Ja, wie setze ich den jetzt am besten um? Ja, hier kommt jeweils eine Zelle hin. Hier haben wir noch 2 Stück. Ja, das ist hier 4. Mensch. Ah, jetzt funktionierst du. So. So. 2 Tunnel noch. Dann das einmal und mit Rechtsklick lade ich von die einfach hinten hin wegleiten. Dann ja, hier kommt theoretisch dann jetzt auch noch einer runter. Der geht dann nach hinten. So, ich will ja auch ein bisschen einheitlich bauen. Wobei das eigentlich auch Quatsch ist. Was habe ich hier denn gemacht? 27 Channel. Achso, weil ich hier so viele Channel schon verbraucht habe. Stimmt, da war ja was. Auf jeden Fall. Hier kommt dann noch was runter. Und dann so. Ja, so ist es richtig. Dann kommt hier auch noch was runter. Nein, das ist falsch. Nee, warte, hier kommt es runter. Ups. Ja, aufbauen, ohne dass es fertig ist, ist echt anstrengend. So, und hier will ich jetzt quasi den hier nachbauen. Indem ich einfach den hier mache. So. Ja, ich glaube, so passt es dann jetzt. Ja, die ganzen Hopper und alles. Oh na, kann man die ernst? Oh, doch, kann man. Aufsammeln. So, dann da rein. Bitte
auch da rein. Ich muss nur gucken, weil ich vermute, dass die Channel nicht mehr reichen werden. So, bitte da rein. Du bitte darauf. So. Und jetzt, da ich extremst faul bin, der nur mit Low Signal. Okay, gut, die hätte ich jetzt tatsächlich nicht so rüber kopieren müssen, aber naja. Was macht man nicht alles aus Faulheit? So. Na. Dann sollte jetzt theoretisch der wieder laufen. So. Gut. Das heißt, ich kann die anderen hier schon mal umbauen. Oder aufbauen, eher gesagt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wofür ich da Upgrades drin habe. Ich kriege eh nicht ansatzweise genug von. Okay. Jetzt kommt hier gerade gar nichts mehr. Okay. Keine Ahnung. Guck ich mir gleich an. Gut, dann. Fluid Export? Nein, das ist ein Storage Dock. Genau, hier das gleiche nochmal. Mein Hotbar ist immer noch viel zu klein. So, hier möchte ich gerne zwei Level im Mitte haben. Und das Endgate. Ich kann nicht die Hedge auch mal rausschmeißen. So. Brauche ich so selten. So. Dann das. Und. Da kommt die Logik vom Bundled Cable gleich ran. Und da werde ich jetzt irgendwie dann das hier rumfummeln. So, Heavy Fuel. Kommt denn nicht noch irgendwo Nafta? Ja, hier. Shit. Okay, dann tausche ich die einmal durch. Nafta, ganz normal. Und hier Ethane. Ethane, so. Und hier Ethane rein. Und jetzt hier Nafta. Gut, dann hätte ich das soweit drinne. Und jetzt könnte ich das Und-Gate anschließen. Oder fehlt noch irgendwas? Hier ist Steam Cracked Light Fuel. Und leider habe ich nur Steam Cracked Light Fuel. Ich muss dann gleich unbedingt gucken, wie es aussieht. Ob ich genug habe, ob eben Bottlenecks sind. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir die Ölproduktion nicht irgendwo einzeln aufstellen. Also, dass wir die quasi hier aus diesem System rausnehmen. Weil wir brauchen quasi drei Stück von denen. Und analog dazu... quasi drei von denen hier. Plus das Öl. Das heißt, es sind sechs Maschinen schon alleine. Ja,
Das ist jetzt die große Frage. Weil an sich produziere ich ja nur für die Teile, also... Das wäre ja nicht mal irgendwie, dass ich jetzt... krampfhaft oder so versuche, mein eigenes System zu umgehen. Ich glaube so. So, na... so richtig zu sein. Irgendwie nervt das Lied gerade. Ne, passt. So. Und weiter geht's. Ich mach's mir mal einfach. So, Nummer 1. Dann die Fluid Import Busse. So, und... Ha. Noch Anker brauche ich gleich. 2. Anker. Shit. Dip, 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 dip. Und hier noch die letzten paar. Importieren lassen. Ja, so geht's natürlich auch nicht. So, Importbus. Ja. Geht so nicht. Uah, die Uhr ist schon wieder 9. Shit. Egal, ich mach noch weiter. Ich hab noch Bock. So. Ich will wenigstens die Ölverarbeitung jetzt so weit fertig machen, dass die voll laufen kann. Oder halt auch nicht, je nachdem. So, da ist eine Leiter. Habe ich ernsthaft bis auf ein Channel... Ah ne, Mist, ich habe da noch 4 Channel. Ja gut, da muss ich mir mal irgendwas überlegen, wie ich noch ein paar Channel rankriege. So. Weil ich habe eindeutig nicht genug Channel. Warum verbindest du dich nicht? Weil ich dumm bin und den Deckel wieder vergessen habe. So. So. Genau, und tatsächlich gehe ich jetzt davon aus, dass ich irgendwo zu wenig Channel habe. Weil genau 32 kann ehrlich gesagt nicht sein. So, wie viel habe ich hier noch frei? 5. Ich könnte theoretisch das Ding noch damit anschließen. Oder... Warte mal, wie viel Inputs habe ich da? Ich habe Strom, Import, Export. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das heißt, allein die beiden sind schon 28 zusammen. Das heißt, ich bräuchte so oder so noch einen Anschluss. Dann würde ich, glaube ich... Achso, das ist noch das andere... Ich würde gern noch ein weißes Kabel haben.